In diesem Film zeigen wir Ihnen den Austausch des Bilstein B4 Luftfedermoduls an der Vorderachse des Bentley Continental 3W. Halten Sie sich an die im Film gezeigten Anweisungen. Erneuern Sie Luftfedermodule immer paarweise. Beachten Sie die Vorgaben des Fahrzeugherstellers, wie etwa zur Erneuerung von Schrauben und selbstsichernden Muttern, sowie die vorgeschriebenen Anzugsmomente. Für den Austausch der Luftfedermodule ist Werkzeug und Ausrüstung des Fahrzeugherstellers zwingend erforderlich. Bei Luftfedermodulen handelt es sich um Links-Rechts-Teile. Überprüfen Sie die Zugehörigkeit vor der Montage. Nehmen Sie das Luftfedermodul aus der Verpackung und kontrollieren Sie es vor der Montage. Bitte beachten Sie die mitgelieferte Montageanleitung und überprüfen Sie das Mindesthaltbarkeitsdatum. Vor dem Ausbau des Luftfedermoduls wird die Fahrzeughöhe von der Radnabenmitte zur Kotflügelunterkante gemessen und notiert. Achtung! Dies ist nur bei nicht zerstörter Luftfeder möglich. Heben Sie das Fahrzeug an den vom Hersteller vorgeschriebenen Aufnahmepunkten an. Überprüfen Sie das gesamte Fahrwerk eingehend auf Schäden. Schließen Sie das Diagnosegerät an und stellen Sie die Verbindung her. Entlüften Sie das Luftfedermodul vollständig mit Hilfe des Diagnosegeräts. Schalten Sie die Zündung aus. Ziehen Sie bei Arbeiten am Luftfedermodul stets den Zündschlüssel ab. Demontieren Sie die Räder. Demontieren Sie die Koppelstange des Höhenstandsensors am unteren Querlenker. Stützen Sie den Radträger fachgerecht ab und lösen Sie die Verschraubung des Achsschenkels am oberen Querlenker. Demontieren Sie die untere Befestigungsschraube des Luftfedermoduls. Demontieren Sie den Achsschenkel am oberen Querlenker und schwenken Sie den Radträger nach außen. Achten Sie hierbei darauf, dass weder der Bremsschlauch noch die Druckleitung beschädigt werden. Drücken Sie den unteren Querlenker nach unten und heben Sie das Luftfedermodul über den Querlenker nach außen. Tragen Sie bei Arbeiten am Druckluftsystem unbedingt die notwendige Schutzausrüstung. Reinigen Sie den Druckleitungsanschluss oben am Luftfedermodul. Lösen Sie die Druckleitung vorsichtig, bis Sie das Geräusch ausströmender Luft wahrnehmen und warten Sie, bis sich der Restdruck vollständig abgebaut hat. Demontieren Sie anschließend die Druckleitung vollständig und verschließen Sie diese. Achten Sie darauf, die Druckleitung nicht zu knicken, zu verdrehen oder zu quetschen. Lösen Sie die Druckleitung aus den zugehörigen Haltern am Luftfedermodul. Demontieren Sie die Wischerarme. Demontieren Sie die Verkleidung oberhalb des Luftfedermoduls im Motorraum. Trennen Sie die Steckverbindung der elektronischen Leitung des Luftfedermoduls im Motorraum und lösen Sie die Zuleitung aus den Haltern heraus. Überprüfen Sie die Leitung und Steckverbindung auf eventuelle Schäden. Sichern Sie das Luftfedermodul fachgerecht gegen Herausfallen und lösen Sie erst dann die obere Befestigung. Das Luftfedermodul inklusive zugehörigem Lagerbock kann nun entnommen werden. Vor dem Einbau der neuen Luftfedermodule muss der Lagerbock samt Querlenker vom alten auf das neue Modul umgerüstet werden. Demontieren Sie den Lagerbock am alten Luftfedermodul und montieren Sie diesen am neuen Modul. Beachten Sie hierbei die Vorgaben des Fahrzeugherstellers. Der Einbau des neuen Luftfedermoduls erfolgt analog zum Ausbau in umgekehrter Reihenfolge. Achtung! Alle beweglichen fahrwerksrelevanten Schraubverbindungen an Lagerungen werden erst im fahrfertigen Zustand in K0-Lage festgezogen. Setzen Sie das neue Luftfedermodul ein und montieren Sie die oberen Befestigungsschrauben. Beachten Sie hierbei die Vorgaben des Fahrzeugherstellers.
Verbinden Sie die Steckverbindung der elektronischen Leitung des Luftfedermoduls im Motorraum und fixieren Sie die Zuleitung in den zugehörigen Haltern. Heben Sie das Luftfedermodul über den unteren Querlenker und montieren Sie die untere Befestigungsschraube. Lösen Sie die Verschlussschraube am Druckleitungsanschluss des Luftfedermoduls und entfernen Sie diese vorsichtig. Entnehmen Sie den mittig eingesteckten Halter des Schneidrings. Erneuern Sie die Verschlussschraube und den Schneidring auf der Druckleitung des Fahrzeugs. Achten Sie auf die korrekte Ausrichtung des Schneidrings. Montieren Sie die Druckleitung am Luftfedermodul. Beachten Sie bei der Montage unbedingt das vom Fahrzeughersteller vorgegebene Drehmoment. Achten Sie darauf, die Druckleitung nicht zu knicken, zu verdrehen oder zu quetschen. Fixieren Sie die Druckleitung mit Hilfe des Kabelbinders im zugehörigen Halter am Luftfedermodul. Schwenken Sie den Radträger nach innen und montieren Sie den Achsschenkel am oberen Querlenker. Montieren Sie die Koppelstange des Höhenstandssensors am unteren Querlenker. Achtung! Lassen Sie das Fahrzeug niemals mit druckloser Luftfederung vollständig von der Hebeeinrichtung ab. Schließen Sie das Diagnosegerät an und stellen Sie die Verbindung her. Befüllen Sie das Luftfedermodul mit dem Diagnosegerät nach den Vorgaben des Fahrzeugherstellers. Überprüfen Sie den Druckleitungsanschluss auf Dichtheit. Die Dichtheit des gesamten Systems muss unbedingt gewährleistet sein. Montieren Sie die Räder fachgerecht. Lassen Sie das Fahrzeug bis zum ersten Bodenkontakt der Räder mit der Hebeeinrichtung ab und starten Sie den Motor. Lassen Sie den Motor mindestens 2 Minuten laufen und senken Sie das Fahrzeug anschließend bei laufendem Motor auf das zuvor ermittelte Maß bzw. auf Serienhöhenstand ab. Aktivieren Sie den Hebemodus des Fahrzeugs. Warten Sie, bis sich das Fahrzeug selbstständig von der Hebeeinrichtung anhebt. Erst danach ist ein vollständiges Ablassen der Hebeeinrichtung zulässig. Montieren Sie die Verkleidung im Motorraum. Montieren Sie die Wischerarme. Ziehen Sie die beim Umbau gelösten Schraubverbindungen der Lagerungen erst im fahrfertigen Zustand in K0-Lage fest. Beachten Sie hierbei die Vorgaben und Drehmomente des Fahrzeugherstellers. Führen Sie nach Arbeiten am Fahrwerk grundsätzlich eine Achsvermessung durch.